Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, dieses Mal machen wir weiter mit dem Call by Name und Call by Value. Und zwar sind es zwei besondere Arten, die ihr vielleicht aus den Programmiersprachen kennt, wie man Sachen reduzieren kann, also Lambda-Ausdrücke reduzieren kann. Zunächst einmal haben wir Call by Name. Da reduziert man immer nur den linkesten äußersten Redex, also wie bei der Normalreihenfolge auch. Aber er darf nicht von einem Lambda umgeben sein. Das heißt, Reduktion innerhalb eines Lambda-Terms sind nicht erlaubt. So, wie wir aus dem letzten Video wissen, haben wir hier Lambda x Punkt, dem ganzen Teil hier. Also wäre Lambda x unser linkester äußerster Redex. So, das heißt, wir wollen x reduzieren. Und genau das machen wir jetzt auch. Also ich lasse das x hier mal weg, kopiere mir den Teil hier und setze für x Lambda a Punkt a und upsala. Den ganzen Teil hier halt ein. So, und jetzt war ja das nächste, was wir aus dem letzten Video kennen, wäre das nächste, was wir reduzieren, dieses Lambda a Punkt a gewesen. Denn das ist unser linkester äußerster Redex, den wir irgendwie reduzieren können. Bei Call by Name sind wir jetzt allerdings schon fertig. Denn wir sind hier ja von einem Lambda umgeben. Dieses Lambda y umgibt unser Lambda a, denn das y geht bis hierher und hier hinten müsste dann der Parameter kommen. Das heißt, solange wir hier hinten kein Parameter für das y haben, können wir hier nicht weiter reduzieren. Gut. Das ist Call by Name. Also wir können wirklich nur reduzieren, falls wir kein Lambda außenrum haben. Und immer nur den linkesten äußersten. Sonst hätten wir ja zuerst die hier reduzieren können und dann hätten wir hier wenigstens eins davon losgehabt. Okay, jetzt zu Call by Value. Das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar ist es eine sehr komische Strategie, die nochmal ein bisschen strenger ist als Call by Name. Ja, wir sagen, wir können immer nur den linkesten Redex reduzieren. Und zwar, also immer nur den äußersten und den linkesten, aber auch nur dann, wenn die rechte Seite des Redexes so weit wie möglich schon reduziert wurde. Das heißt, upsala, Entschuldigung, das heißt, wir sind hier verpflichtet, also wir sagen hier als erstes mal, okay, den linkesten Redex, den wir finden können, der allerdings nicht von einem Lambda umgeben ist. Also der hier wäre das jetzt aktuell. So, und die rechte Seite muss schon so weit wie möglich reduziert sein. So, die rechte Seite von diesem Redex, also was wir einsetzen, ist das hier. Naja, so weit wie möglich reduziert. Ich glaube, das trifft hier nicht zu. So, das heißt, der Teil bleibt erstmal unverändert. Wir müssen erstmal die rechte Seite reduzieren. Was passiert denn, wenn wir Lambda A Punkt A nehmen und Lambda B Punkt B einsetzen? Naja, wir kriegen Lambda B Punkt B. Also reduzieren wir die rechte Seite zuerst. So, und jetzt haben wir die Erlaubnis für unser Lambda X Punkt X hier einzusetzen. Okay, wenn wir jetzt hier einsetzen, dann steht hier einfach statt diesem ganzen Teil hier so. Steht das da. Genau. Weil wir hier jetzt, also das kennt ihr jetzt schon zur Genüge, wir setzen für Lambda x einfach, also für das x hier setzen wir einfach das, was wir hinten dran haben, ein. Nach Call by Value muss man natürlich zuallererst die rechte Seite reduzieren, was wir jetzt gemacht haben. Das heißt, wir dürfen das jetzt einsetzen. Okay. So, und jetzt würden wir gerne noch weiter reduzieren. Jetzt sagen wir hier zum Beispiel, okay, wir haben hier drin noch diesen Redex Lambda B Punkt B und Lambda Z Punkt Z. Also wir könnten hier für unser Lambda B Punkt B könnten wir Lambda Z Punkt Z einsetzen, denn das wäre jetzt das nächste, linkeste, äußerste, was wir reduzieren könnten. Aber dann haben wir das Problem, also es ist schon so weit reduziert, wie es irgendwie möglich ist. Das heißt, wir dürften es tatsächlich einsetzen. Aber wir haben das Problem, wir sind von einem Lambda umgeben, nämlich von diesem Lambda Y, das geht nämlich bis hier und sind hier dann auch schon fertig. Naja, wo findet das jetzt zum Beispiel Anwendung? Das macht Java, das macht C. Call by Name macht Haskell, was ich schon gesagt hatte. Ja. Also ihr seht, die Sachen sind tatsächlich nicht ganz uninteressant, weil sie tatsächlich auch vorkommen. Gut, so viel zu den Auswertungsmöglichkeiten. Also ihr kennt jetzt die volle Beta-Reduktion, einfach alles zu jeder Zeit irgendwie reduzieren, wie man es gerade braucht. Dann kennt ihr die Normalreihenfolge, einfach immer den linkesten äußersten reduzieren, den man gerade reduzieren kann, aber man darf alles ruhig reduzieren.
Und dann die zwei, die nicht zu einer Normalform führen, nämlich Call by Name und Call by Value. Ja, die haben unterschiedliche Ergebnisse und die werten auch nicht bis zum Ende aus, denn wir brauchen dieses Lambda B.B und das Lambda Z.Z brauchen wir aktuell nicht. Wir können einfach warten. So, jetzt kennt ihr die Auswertungsstrategie. Nächstes Mal fangen wir mit natürlichen Zahlen im Lambda-Kalkül an. Ja, das geht. Wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.